Gefallen. Geist kann nicht sitzen, also auch nicht auf einem Pferd. Damit Ihnen ein solches Missgeschick wie am Hege nicht passiert, gibt es jetzt circa 2000 Jahre Geistesgeschichte, kompakt, aber menschlich. Wenn eine Strecke S beim Schnitt mit zwei Geraden G und H bewirkt, dass die innen auf S entstehenden Winkel Alpha und Beta zusammen kleiner sind als zwei rechte Winkel, perfekte Körper. Ist das Sexist? Nein, nein, Mathematiker. War recht gut im Abschreiben, falls Pythagoras überhaupt etwas zum Abschreiben hinterlassen hat. Aber er hat sich durchaus auch selbst einiges gedacht und ausgedacht. So Sätze und Postulate und einiges Irrationale. Wie spät ist es eigentlich? Es ist jetzt 6 Uhr. Und wie spät war es gestern um diese Zeit? Hä? Zeit! Das ist genau mein Ding. Denn nichts ist uns bekannter und vertrauter als die Zeit. Und trotzdem wusste vor mir keiner, was das überhaupt ist. Wir wussten das sehr wohl. Weil wir, wie die alten Perser und die ganz, ganz alten Griechen, sind im Gegensatz zu dir den Wörtern noch nicht auf den Leim gegangen. Und haben nicht aus allem und jedem, für es einen Ausdruck gibt, eine Sache gemacht. So, und wie kommst du auf die Idee, dass das Sprechen nichts mit dem, worüber gesprochen ist, zu tun habe? Schließlich gibt es in allen anständigen Sprachen mindestens 3 Tempora. Also muss es auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geben. Das steht außer Frage. Ebenso, dass wir Zeiten kurze und lange wahrnehmen und sogar messen. Allerdings, so gebe ich zu, gibt es da ein winziges Problemchen. Denn was nicht mehr da ist und was noch nicht da ist, kann man nicht messen, weil es halt nicht existiert. Das Einzige, das existiert, ist die Gegenwart. Und die ist sogar das einzig große Problem. In jeder Beziehung. Also, das wirkliche Problem ist, dass die Gegenwart keine Ausdehnung hat. Sie ist nur der Übergang von dem, was war, zu dem, was sein wird. Da Zeit aber nur als Gegenwart real ist, ist sie gar keine Zeit, sondern Ewigkeit. Nur das können Gott und ich nicht so ganz stehen lassen. Man könnte auch sagen, Zeit ist ein Kontinuum mit Löchern. Oder es gibt etwas Zeitloses in der Zeit. Zwar soll schon der alte Aristoteles gesagt haben,
dass es ohne Seele keine Zeit gäbe. Aber so gnadenlos genial wie ich war er nicht. Hört zu und staunt. Prämisse 1. Zeit ist die Ausdehnung unseres Geistes. Prämisse 2. Es gibt drei Gegenwarten. Die des Vergangenen, das ist das Gedächtnis. Die des Gegenwärtigen, das ist der Anblick. Und die des Zukünftigen, das ist die Erwartung. Aber irgendwie stimmt es doch auch nicht so wirklich. Und ich sehe auch eine Paradoxie. Also ich finde eine Analyse großartig. Aber richtig ist sie nicht. Schließlich ist das Zeitliche nur der Übergang von Nichtsein zu Nichtsein. Was schlussendlich wirklich zählt, ist nur das ewige Sein des Ewigen. Ungemeiner Held, wer ist das überhaupt? Müsstest du eigentlich kennen. Kommt aus deiner Gegend da unten. Also ich bitte dich, bloß weil es auch südlich des Mittelmeeres Gegend gibt, ist das doch nicht alles dasselbe. Du musst auch sehen, dass alles links von uns und rechts von uns römische Provinz ist. Mein Königreich ist das einzige, das aus dem Alexandererbe übrig ist. Papilein war reich und gescheit genug, sich einige römische Senatoren zu kaufen, die immer genau dann von ihrem Vetorecht Gebrauch machen, wenn es einen Feldherrn zu einem Feldzug drängte. Aber zu deiner Regierungszeit haben sich die Römer doch breit gemacht. Das war zum einen historisches Pech, Bürgerkrieg und zumindest zeitweise ein Glücksfall. Bürgerkrieg ist eigentlich auch kein anständig supponierender Ausdruck. Tatsächlich geht es doch bloß darum, dass ein paar Warlords bemüht sind, ihren Machtbereich zu erweitern, um lukrative Geschäfte machen zu können. Und zu diesem Zweck dürfen sich dann die Bürger gegenseitig in Schlachten schlachten. Auf solche Ideen können eigentlich auch nur Männer kommen. So, und was ist mit Penthesilea? Die habe ich mal im Schattenreich getroffen und sofort zugegeben, dass sie bloß eine Männerfantasie ist. Und was nun die Warlords betrifft, so habe ich von diesen mindestens zwei Schätzen gelernt. Der erste, Cäsar. Wollte eigentlich bloß zwischen mir und meinem Brudermännchen Frieden stiften, doch ließ sich schnell davon überzeugen, dass er mit mir das bessere Geschäft macht. Als Gegenleistung, dass er diesen meinen Bruder killte, schenkte ich ihm ein Söhnchen. Das gefiel seiner Frau und den, ach, so tun sagen will man nicht, aber das muss man nicht so eng sehen. Ich habe dann, weil er sich bei uns so gehört, ein noch jüngeres Brüderchen geheiratet. Aber das störte uns aber später nicht. Nach Cäsars Tod ging meine Macht kurz an beiden Phasen. Und es mag sein, dass Marc Anton von der Überlegung geleitet war, dass es einem Cäsarenmörder anstehe, dessen Witwe zu übernehmen. Doch er wusste nicht, wer da wen übernimmt. Mit Octavian ging es leider nicht so gut. Das mag auch daran liegen, dass dieser schon viele Verlobte und Ehefrauen und was weiß ich nicht noch alles verbrauchte, bis er schließlich nur noch nach Livias Diktat lebte. Und würde es unter Frauen so etwas wie Solidarität geben, fände ich das ja sogar gut. Und ganz und gar erstaunlich, oder auch gar nicht. Als Augustus wollte er unbedingt ein Gesetz durchbringen, das jeden Römer und jede Römerin zur Ehe verpflichtet und dazu mindestens drei Kinder zu haben. Und dabei berief er sich auf Metellus. Ich darf zitieren: Wenn wir ohne Ehefrauen leben könnten, würden wir alle gerne auf diese Plage verzichten. Da es aber die Natur so eingerichtet hat, dass wir weder mit ihnen behaglich noch ohne sie überhaupt leben können, so muss man auf die Dauer wohl eher auf das Gemeinwohl bedacht sein. Wer in der Ehe für wen eine Plage ist, scheint mir noch nicht ausgemacht. Was glaubt denn ihr, warum so viele von uns mit Freuden ins Kloster gegangen sind? Wahre Orte der Emanzipation. Das ist schon komisch bei dir, Paulus. Bloß weil du mal ein bisschen Ärger mit ein paar wenigen Exemplaren des weiblichen Geschlechts in Korinth hattest, hast du flugs und unzulässig verallgemeinert. Und das erstaunlich wirksam.
Und noch erstaunlicher, so richtig durchgezogen wurde das erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da standen dann die meisten Frauen wirklich am Herd. Vorausgesetzt, sie hatten überhaupt was zu kochen. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen. Hab sogar die Tabea wieder zum Leben erweckt. Das warst doch überhaupt nicht du. Das war Petrus. Das kann man doch schon mal verwechseln. Ich möchte noch mal auf meine Gegend zu sprechen kommen. Meine Gegend ist Ägypten und Alexandria eine Großstadt und kein Dorf. Von wegen Dorf. Gut, Quedlinburg ist klein, hatte aber Macht, Münzen und Zolle. Also von mir hat man in Rom auch mal eine Münze geschlagen, worauf sich auch so eine abgearbeitete römische Hausfrau. Er pflückt nicht ab. In Quedlinburg gab es 937 eine hochrangig bestückte Konferenz, bei der sogar Vertreter aus Byzanz dabei waren. Was nun Essen betrifft, nun gut. Drumherum bloß Sumpf und Wald, aber viel Potenzial. Es war abzusehen, dass die Gegend bald boomt. Was ist gegen Hausfrauen, die abgearbeitet sind, einzuwenden? Solche Frauen sind eine Zierde. In den Annalen steht geschrieben, dass Euklid nun spricht. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Der Mann ist schließlich Grieche, Jude, Christ, römischer Bürger und hat ein orientalisches Temperament. Ja, das muss man erstmal zusammenbekommen. Aber sind wir nicht alles Griechen? Also ich? Ganz sicher nicht. Es sei denn, man wird durch Aristoteles Lektüre infiziert. Also du bist ja wohl auch kein Grieche. Dein Griechisch reicht ja nicht einmal, um dir in einer Taverne einen Kräutertee zu bestellen. Und deshalb hast du, statt Paulus im Original zu lesen, zu den Hunds- bzw. menschmiserablen Übersetzungen der Vetus Latina gegriffen. Ach ja, Übersetzungen. Lasst alle Überheblichkeit, so spricht der Gerechte. Es gibt nur schlechte Übersetzungen und weniger schlechte. Oder wie mein verehrter Erzgegner Martin Luther zu Recht meinte, die Hebräer schöpfen aus der Bornquelle, die Griechen aus den Wässerlein, die aus der Quelle fließen, die Lateinischen aber aus den Pfützen. Oder noch treffender, Voltaire, jeder, der ein Meisterwerk der Weltliteratur in einer Übersetzung liest, gleicht dem, der ein Rendezvous mit einer schönen Frau verabredet und dann mit ihrer hässlichen Schwester ausgeht. Wollt ihr mal hören, wie meine feingesetzten Worte in der Barbarensprache klingen? Untergegangen ist zwar der Mond und die Plejaden, Nachtmitte schon und vorbei geht die Stunde. Ich aber schlafe allein. Hör mal, ist das auch von dir? Da du mir Liebsten bist, da du wohl bist, mal zieht die Erde ihre Bahn näher, mal ferner. Aber das mag auch eine optische Täuschung sein, denn im Süden meines Landes
sieht die Entfernung fast immer gleich aus. Und was ist mit dem Mond? Der zieht ja keine Bahnen. Der hüpft um die Erde herum und ruht sich unterher wieder aus. Naja, das ist ja so, das, somit das Blödsinnigste, das ich jemals gehört habe. Du glaubst also wirklich, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber du bist doch mindestens zweimal selbst über das Mittelmeer gefahren und musst gesehen haben, dass die Erde gekrümmt ist. Erstens hatte ich auf dieser Überfahrt Wichtigeres zu tun. Und zweitens, immer wenn wir bei der vermeintlichen Krümmung ankamen, war es dort ganz gerade. Und was hattest du Wichtigeres zu tun, meine Liebe? Das erzähle ich dir vielleicht später. Wie siehst du das mit den Verhältnissen von Erde, Sonne, Mond und Sternen? Ach, es ist mir gänzlich egal. Sie sind einfach alle wunderschön. Und ich habe sie besungen. Des Mondes Silberschein, den Glanz der Sterne und die strahlende Sonne. Und letztlich macht es für unser Leben überhaupt gar keinen Unterschied, was sich hier um was dreht. Im Vergleich zu den menschlichen Beziehungen, da wäre es am harmonischsten, wenn sich mal der eine um die andere dreht und dann wieder andersherum. Kommen wir doch zurück zum Thema. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt sich die Sonne um die Erde gedreht hat. Es steht ja geschrieben, Sonne, steh still zu Gibeon. Mit der einschränkenden Bemerkung, bis dass das Volk sich an seinen Feinden gerecht hat. Da dies jedoch bis heute nicht geschehen ist, ist dieser stillgestandene Befehl niemals aufgehoben worden. Und das Zentralgestirn lässt sich seitdem von allem Möglichen umkreisen. Das ist doch alles Quatsch. Aus meiner Zeit als Manichäer weiß ich ganz genau, dass das Alte Testament vom Teufel geschrieben oder diktiert wurde. Das sieht mein Freund Maimonides aber ganz anders. Und ich auch? Wo ist Maimonides eigentlich? Krisensitzung im Kaiser. Du bist mir sehr sympathisch. Wie heißt du eigentlich? Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Sina. Aber du kannst mich auch Ari nennen. Eine Frage. Wie unterschreibst du Rezepte, Arbeitsverträge und sonstige Dokumente? Da male ich drei Schlangen und einen Punkt. Unterschriften muss man ja nicht lesen können. Meist geht es sowieso ohne. Es gilt das gebrochene Wort. Warum hast du nur 7 Sphären? Das kommt mir ein wenig vor. Schon alleine aus erlösungstechnischen und historischen Gründen hat bei mir zum Beispiel der Mond seine eigene Sphäre zugegeben. Da nun, das ist einfacher und wohl der Erklärung geschuldet, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Bei mir und meinesgleichen ist sie, also die Erde, auch eine Kugel, dreht sich aber bloß um sich selbst unter der Mondsphäre. Mit anderen Worten, bei dir ist alles bloß einfache Physik. Ich aber biete Physik mit dem Vornamen Meta und deshalb gibt es bei mir quantitativ und qualitativ mehr. Ich habe 10 Kringel angesetzt und weil jeder materiale Kringel auch noch eine Seele hat, sind es genau genommen sogar 20. Dann habe ich noch das All eine drumherum gebaut, Notwendigkeit und Kontingenz sowie die Selbstbetrachtung eines jeden Kringels mit ins Spiel gebracht. Und wozu der ganze Aufwand? Ja, ihr Griechen hatte doch nie eine anständige Erklärung dafür, wie aus 1 vieles werden kann. Ich erkläre es dir bei Gelegenheit mal unter 4 Augen. Denn wie Maimonides bin ich der Auffassung, dass der größere Teil der Wissenschaften und der Naturwissenschaften und der Wissenschaft von Gott von der Masse der Bevölkerung ferngehalten werden sollte. Ich vermute mal, mit Masse meint er uns und ein paar Bauern. Jedenfalls hat Maimonides in Anlehnung an mich ganz klar gezeigt, dass Männer nicht aus Lehmklumpen hergestellt sind und Frauen nicht aus gestohlenen Rippen. Er wies außerdem nach, dass die Tora die ganze griechisch-arabische Wissenschaft und Philosophie enthält. Jetzt seid ihr Christen im Zugzwang. Hinsichtlich der Wissenschaft habe ich da so meine Zweifel. Wo steht denn im Alten Testament etwas über Mathematik? Okay, Jahwe konnte auf 7 zählen
und 3 Schekel und 8 Schekel sind 11 Schekel. Aber letztlich ist Mathematik ja nur die Kunst, das Rechnen zu vermeiden. Und genau aus diesem Grund, und weil im Alten Testament nichts über Mathematik steht, die Griechen auf diesem Gebiet aber Großes geleistet haben, konnte ich einen meiner Gottesbeweise führen. Sag mal, und wie hast du das gemacht? Nun, Paulus, hilf mir! Wieso ich? Weil du an meiner Bekehrung 386 maßgeblich beteiligt warst. Erinnere dich, nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Neid und so weiter. Und sorgt nicht für das Fleisch in seinen Lüsten. Und was hat das mit Mathematik zu tun? Nichts direkt, aber wie kann ich Logiker sein, wenn ich nicht Mensch bin? Und jetzt pass auf. Alles, was die Glückseligkeit sichert, ist wahr. Denn es gibt die Mathematik. Die Zahlenbeziehungen sind etwas Unwandelbares, etwas Dauerhaftes. Das wiederum bedeutet, die Wahrheit ist etwas Dauerhaftes. Und das bedeutet, die Mathematik weist uns den Weg in die intelligible Welt. Der Sache mit den Zahlen stimmt Pythagoras und ich zu. Allerdings würdest du die Wahrheit nicht erkennen, selbst wenn sie dir auf den Kopf scheißt. Oh Weg, Männerlogik. Glauben, Zahlen werden real. Für Euklid sind Alpha, Beta und so weiter reale Namen für reale Strecken. Wahrscheinlich hat sogar jeder eigene Punkt seinen eigenen Namen, auch wenn den gerade keiner kennt. Was ist mit dir und deinem Namen? Ein bisschen kompliziert. Ich bin klarerweise ich und Mathilde heißen viele. Mit der Namensnennung Mathilde kann man mich also nicht aus der Menge der Mathilde genannten herausgreifen. Ist aber im gegebenen Zusammenhang auch nicht weiter wichtig. Denn so, wie ich hier stehe, bin ich eigentlich 3. Frau von Heinrich von Sachsen und Mutter von Otto dem Großen. Außerdem eine meiner Enkelinnen und eine meiner Stiefenkelinnen. Ist das so wie bei eurem Gott? Der ist ja auch 1 und 3. Also von diesem Vergleich muss ich mich ausdrücklich distanzieren. Der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf ist doch ein unbeschreiblich großer. Aber das mit den Menschennamen ist schon ein Problem. Egal, als welche Mathilde ich firmiere, es kommt zu Verwechslungen. Zumal wir alle 3 fromm waren, einer ein Kloster als Witwensitz bekam, 2 Äbtissinnen waren und wir alle 3 großen politischen Einfluss hatten. Könige, Päpste, Fußballspieler werden zumindest hinten nummeriert. Bei Frauen bekommen dieses Etikett nur regierende Könige. Allerdings ist verwechselt zu werden kein Privileg von Frauen. Das geht mir auch so. Wie oft hat man mich mit einem Gleichnamigen aus Megara verwechselt und den sogar für den Verfasser meines besten Buches gehalten. Und dabei komme ich, wie alle guten Leute, aus Alexandria. Oder war zumindest lange dort. Ach ja, Alexandria kenne ich gut. Unter Raum verstehe ich den Anschauungsraum. Dieser ist eine topologische und differenzierbare Mannigfaltigkeit. Er lässt sich später durch das n-fache kartesische Produkt der reellen Zahlenmengen R beschreiben und wird zu einem reellen Vektorraum. Glotz nicht so! Hühner legen auch nicht schneller Eier, wenn man ihnen dabei zuschaut. Und im Übrigen habt ihr uns Griechen viel zu verdanken. Ja! Die Tyrannis und jede Menge unregelmäßige Verben. Sag mal, meine Liebe, hast du den Pythagoras eigentlich gekannt? Nein, persönlich nicht. Aber ich habe hinten auf dem Flur mal ein paar Pythagoreer getroffen. Seltsame Sekte, beten Zahlen an, essen nur Bohnen und wollen mit Frauen nichts zu tun haben. Letzteres kann auch eine typisch männliche Rationalisierung sein.
Und welche Frau will schon den Raum mit einem teilen, der sich hauptsächlich von Hülsenfrüchten ernährt? Ist aber sehr gesund. Besonders, wenn man Kräuter und Gemüse frisch isst. Und deshalb, und weil ich passionierter Gärtner bin, habe ich meinen Mönchen auch Garten und Ackerbau beigebracht. Da haben wir etwas gemeinsam. Dich kennt man aufgrund deiner Gartenanlagen und mich wegen bösartiger und mithin unzutreffender Gerüchte. Dabei hat zum Beispiel sogar Platon mich hochgeschätzt. Ja, aber apropos Platon, wo ist er eigentlich? Er prügelt sich da hinten mit Aristoteles, weil der seine Philosophie Grillenbezirk genannt hat. Der wird gewinnen? Na, ich denke Platon. Er ist einfach der bessere Ringer. Wir haben noch zwei weitere Gemeinsamkeiten. So mussten wir beide aus politischen Gründen ins Exil. Wobei du es wahrscheinlich besser getroffen hast. Sizilien ist einfach schöner und wärmer als Speyer. Und ferner sind wir bei aller Unbescheidenheit die größten Dichter unserer Zeit. Es gibt zwischen uns eigentlich nur noch Vergil, der uns das Wasser reichen kann. Apropos Wasser, sind ja viele Menschen ertrunken, auch große und berühmte. Aber unter all den Namhaften bin ich der Einzige, der in der Loire ertrunken ist. Möchtest du vielleicht eine kleine Kostprobe meiner Kunst, meine Liebe? Wenn deine Pflege nur nicht ermattet in lähmender Trägheit, nicht sich gewöhnt zu verachten den vielfachen Reichtum des Gärtners törichterweise und nur sich nicht scheut, die schwieligen Hände bräunen zu lassen in Wetter und Wind. Und nimmer versäumet, Mist zu verteilen aus vollen Körben im trockenen Erdreich. Dies entdeckte mir nicht landläufiger Rede Erkenntnis und nicht alleine Lektüre, die schöpft aus den Büchern der Alten. Arbeit und eifrige Neigung vielmehr, die ich vorzog der Muße, Tag für Tag haben mich dies gelehrt durch eigene Erfahrung. Sag mal, apropos Vergil, wo ist der eigentlich? Arbeitet neuerdings als Cicerone und führt Touristengruppen durch Purgatorium und Inferno. Also, erstens haben wir auch etwas gemeinsam. Wir sind beide berühmt-berüchtigte Briefeschreiber. Und zweitens, was das Essen betrifft, es gilt natürlich einerseits, der eine glaubt alles essen zu dürfen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Es gilt aber auch, wer Fleisch isst, verachte nicht den, der es nicht isst. Wer kein Fleisch isst, richte nicht den, der es isst. Bist du am Ende etwa ein scheiß Liberaler? Mitnichten, erinnere dich, jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit. Deswegen auch Steuern zahlt. Und zwar alle! Es muss ja auch jemand geben, der diese Steuern einnimmt. Da ist meine Familie sehr prädestiniert. Ach ja, neben all den kosmologischen und Zeitproblemen gibt es ja noch allenthalb Geldprobleme. Angefangen damit, dass schlechtes Geld die Angewohnheit hat, gutes Geld zu verdrängen. Ich habe unter anderem einmal eine Brotpreisordnung entworfen. Aber die war meinen Chefs natürlich zu mathematisch. Nun, ich denke, ich werde meinen Raum jetzt mal ein wenig mit geordneten, formal reellen Körpern möblieren. Thank you.
In symbolischer Form. Von A, wie zum Beispiel Aristophanes, bis Z, wie Zwingli. Nicht alle gleich groß, gleich dick, gleich gerade, aber alle tragend. Und was macht denn der da? Der gehört nicht zu Europa! Und du doch auch nicht! Und ohne uns Perser hättet ihr Europäer doch gar kein Identifikationskriterium. Und sowieso, ohne arabische Medizin, wärt ihr doch spätestens im 14. Jahrhundert alle ausgestorben! Von Charlotte Wernitsch. Die Posaune von Andi König. Augustinus wurde getragen von Matthias Hakius. Avicenna von Maximilian Hagelstein. Kleopatra von Julia Knifka. Kopernikus von Lauren Fischer. Mathilde von Rahel Marquardt.
Paulus von Jeremias Brecht. Sappho von Romina Beck. Wallafried von Christopher Groß. Und Christian Schneider trug nicht nur Euklid, sondern auch Verantwortung. Ich, Herophon Xenodot Neufer, trage die Geschichte Europas vom Ritt auf dem Stier bis zum Tanz auf dem Vulkan. Und letztlich trugen diese Frauen alles, tragen alles und werden alles tragen. Aber das kann doch nicht alles sein. In den Annalen steht geschrieben, dass die Frau Professorin einen ganzen Strauß erhält. Oh, Euklid, auf in den Garten! Diese Griechen halten sich an keine Abmachungen.